Wie du verklebte Wimpern trennen kannst, damit deine Wimpern perfekt geschminkt sind. Ganz ohne Fliegenbeine. Du kennst es doch auch. Du möchtest nur mal eben eine zweite Schicht Mascara auftragen und zack, schon ist es passiert. Deine Wimpern sind total verklebt und sehen aus wie kleine Fliegenbeine. Was also tun? In diesem Video zeige ich dir zwei Tipps, wie du deine verklebten Wimpern retten kannst. Bei der ersten Schicht Mascara solltest du darauf achten, dass vor allem bei einer neuen Mascara nicht so viel Tusche am Bürstchen hier vorne dran ist. Vor allem an der Spitze ist oft zu viel Tusche dran. Und dann empfehle ich dir, streife das nicht hier innen drin in der Mascara ab, denn dann pumpst du die Klümpchen, die natürlich hier oben antrocknen, beim nächsten Mal wieder mit rein. Deswegen nimm lieber ein Taschentuch hier und tupfe sozusagen die Spitze hier vorne hier ab. Wenn du jetzt das Problem hast, dass immer noch am Bürstchen selber zu viel Farbe dran ist, dann kannst du dieses Bürstchen auch hier leicht an dem Tissue abstreifen, sodass auf jeden Fall nur noch wenig Farbe und auf jeden Fall keine Klümpchen am Bürstchen sind. Und so schminke ich jetzt die erste Schicht. Weil hier vorne jetzt keine Klumpen Wimperntusche dran sind, kann ich auch wunderbar die Spitze nutzen und hier meine äußeren Wimpern richtig schön nach oben außen zu ziehen. Das war jetzt die erste Schicht und ich zeige dir jetzt, was du tun kannst, wenn beim Auftragen der zweiten Schicht Mascara sich Klümpchen bilden. Das ist vor allen Dingen oft der Fall, wenn du eine alte Wimperntusche verwendest. Also, ich zeige dir kurz den Trick. Zweite Schicht Mascara. So, und jetzt ist das mir hier alles ein bisschen zu verklebt geworden. Und dafür nehme ich jetzt, du kannst es dir aussuchen, wenn du zu Hause hast, so ein Bürstchen, mit dem kann man auch super die Augenbrauen in Form bringen, oder eben einfach überschüssige Farbe sozusagen wegdrücken. Oder, was du wahrscheinlich eher zu Hause hast, ist hier ein Bürstchen von einer etwas älteren Mascara, wo also nicht mehr viel in der Tusche ist. Und hier mache ich auch wieder die Tusche an einem Tissue ab, so, damit wirklich fast gar nichts mehr dran ist. Und mit diesem Bürstchen gehe ich jetzt nochmal durch und drücke richtig die Wimpern an mein Oberlid hier ab, denn da möchte ich, dass sozusagen die Farbe dann erstmal für den Moment kleben bleibt. Also gerade wenn du hier so vorne diese Fliegenbeinchen hast, dann bürstest du sozusagen die überschüssige Farbe raus. Jetzt nehme ich doch nochmal meine andere Bürste. Genau, und wenn du jetzt die überschüssige Farbe an den Spitzen rausgebürstet hast, dann kannst du es nochmal ein bisschen auffächern, damit die zusammengeklebten Wimpern nicht mehr so zusammenkleben. So, und wenn du jetzt die überschüssige Wimperntusche erfolgreich rausgebürstet hast, dann nimmst du einen Q-Tip mit etwas Make-up-Entferner und entfernst einfach die Mascara hier auf deinem Oberlid. Diese Technik funktioniert super, wenn du nur mit Mascara oder auch nur mit einem Lidstrich geschminkt bist. Denn dann kannst du kinderleicht die überschüssige Mascara, die dann kurzzeitig an deinem Oberlid hängt, einfach abnehmen. Kurz zusammengefasst, achte darauf, dass nicht zu viel Farbe am Bürstchen ist. Und wenn du doch Fliegenbeine beim Tuschen bekommst, dann bürste einfach die überschüssige Farbe ans Oberlid raus und entferne dann die überschüssige Farbe am Oberlid mit einem Q-Tip. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über deinen Daumen hoch und abonniere gleich hier den Kanal, um noch mehr praktischer und schneller Schminktipps von uns zu bekommen. Und teile auch gerne das Video, damit deine Freundinnen auch von unserem Schminktipps-Kanal wissen. Und schreib jetzt kurz in die Kommentare, ob du mehr solcher kurzen, knackigen Schminktipps von uns möchtest oder vielleicht doch lieber ein paar Schminktutorials. Also wir freuen uns sehr auf deinen Input und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.